Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und wir sind hier gerade in einem Bauernhaus, werden gleich mit zwei Damen sehr viel Spaß haben, so wie ich das sehe. Ich sehe, ihr nehmt unser Angebot an. Gut, ich freue mich, euch zu sehen. Zinni wird bald hier sein. Bis dahin finden wir sicher etwas, um uns die Zeit zu vertreiben. Das ist doch sicher unbequem, so eingepackt dazustehen, nicht wahr? Warum legt ihr nicht alles ab und legt die Sachen dort auf den Tisch? Ich denke mal nicht. Was? Wovon redet ihr? Wollt ihr keinen Spaß haben? Kommt, nur nicht zu schüchtern. Oder seid ihr wegen etwas anderem hier? Ich bin wegen Gogans Ring hier. Ich hab's gewusst. Ihr arbeitet für die Stadtwache, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass sie so dumm sind, jemanden allein zu schicken. Aber sei's drum. Ich hätte es ahnen müssen, als der Hehler meinte, der blöde Ring ist nicht echt. Billiger Schund. Das gehörte sicher alles zum Plan der Wache. Mal herhören, Mädels. Hier ist einer, der nicht parieren will. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Oh. Wow. Intelligenz so. Was ist? In die Ecke gedrängt. So, jetzt können wir... Nee, fällt jetzt keinen Spaß haben. Okay, alles klar. Nachdem ich das Bauernhaus betrat, begegnete mir Faustina, die mich dazu bringen wollte, meine Waffenrüstung und Kleider abzulegen. Ich wusste, dass dies eine List war und weigerte mich. Sie stieß ein Schreihaus und schon betrat der Rest der Bande den Raum, voll bewaffnet und kampfbereit. Ich hatte keine Wahl, ich musste sie alle töten. Ja. Ist ja schön, Schlüssel zu gewähren, jetzt haben wir ein neues Haus. Das Ding hier gehört jetzt uns. Wir dachten uns schon, dass euch der Anblick unserer echten Uniform überraschen würde. Ich sehe, dass ihr etwas verwirrt seid. Nur zu. Ja, ihr habt mich gerade echt erschreckt. Okay, die Bande ist erledigt. Gogan und ich sind eigentlich Mitglieder der Stadtwache von Anvil. Man könnte sagen, wir sind so etwas wie Spione. Seit Monaten versuchen wir schon, Faustinas Bande auszuschalten. Doch jedes Mal, wenn wir eins ihrer Opfer befragen, weigern sich die Männer zu reden. Genau aus diesem Grunde haben die Frauen es ja auf verheiratete Männer abgesehen. Also wurde beschlossen, einen Fremden auf die Bande anzusetzen. Ihr seid perfekt für diese Rolle. Schade, dass es mit so viel Gewalt enden musste, aber früher oder später musste jemand verletzt werden. Ja, und was ist jetzt mit ihr? Wir machen hier sauber. Kümmert euch nicht darum. Ihr hattet sicher keine Wahl. Schaut vorbei, wenn es euch wieder einmal nach Anvil verschlägt. Und bitte gebt unsere wahre Identität niemandem preis. Ihr habt euch bewährt. Und hier die Belohnung, die ich euch versprach. Und noch etwas mehr. Okay, 100 Gold. Und was bekomme ich noch? Quest beendet. Mhm. Okay, Rumor. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt, die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? So langsam wird der Witz auch alt, ne? Verprasst nicht die ganze Belohnung auf einmal. Was ist mit dir? Du hast noch Gold. Ich hab... Das Ding gehört... Das Teil jetzt echt uns? Können hier auf jeden Fall schlafen. Smaragd, Goldnugget, Heinrichs Hemd. Oh. Lassen die mal das ganze Geld mitgehen, ne? Also Gold und Gold und Gold. Gold und Gold. Pinaros Horn. Ein Sack. Da haben wir noch Geld. Nämlich noch da ein bisschen Gold mit und da und ein Brief. Ich kann es kaum erwarten, dich heute Abend zu sehen. Den ganzen Tag verbringe ich damit, unsere nächste Begegnung zu denken. Bald werden wir verheiratet sein.
Ich habe natürlich keine Dietriche, das hätte ich mir denken können. Stimmt, da war was, ich hatte keine. Ich hatte keine Dietriche und konnte deswegen die andere Quest nicht weitermachen. So war das. Richtig. Wollüstige. Das wollt ihr nicht lesen. Nein, nein. Wir gucken uns das nicht an. Verzeiht, ich kann jetzt nicht sprechen. Du sollst doch nicht sprechen. Gerade etwas beschäftigt. Haben hier sauber gemacht. Verzeiht, ich kann jetzt nicht sprechen. Ja, das sieht man sehr gut. Ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Warum schlafe ich 5 Stunden? Das macht keinen Sinn. Leute, das macht keinen Sinn. Alles klar, wir haben auf jeden Fall eine neue Hütte, denke ich mal. Och nö. Nö, nö, nö. Ich muss ja echt sagen, es war wahrscheinlich ein Fehler, das mit diesen Atronarch, was das war. Ach komm, wir machen die Schnellreise. Und zwar machen wir jetzt eine andere Quest. So, geisterfrei sich tummeln, alles klar. Wir müssen wieder dahin. So, wir machen jetzt erstmal hier in Ambil die Quest fertig. Weil das wäre blöd, wenn wir die ganze Zeit immer nur hin und her rennen würden. So. Ich muss da hoch. Irgendwie gefällt mir das nicht. Der ist da drinnen, ne? Ich habe natürlich keine Dietriche. Was sollte ich denn hier eigentlich machen? Mit einem wirklich niedrigen Preis, okay. Hallo. Hallo, mein Herr. Ja, komm halt mal raus. So, wir warten eine Stunde. Kommst du da vielleicht auch mal raus? Wir warten noch eine Stunde. Ich grüße euch. Du bist das. Was kann ich für euch tun? Nein. Auf Wiedersehen. Oh, kannst du da auch mal rauskommen? Wir warten noch eine Stunde. Hallo, kommst du da? Meine Güte. Was bist du denn für ein fauler Hund? Der gammelt auf jeden Fall da, hier in der Ecke. Aber er will nicht. Gut. Seid gegrüßt. Bitte fahrt fort. Ah, warte mal, Bett. Ich habe eine wunderschöne Kammer frei. Die beste, die ich habe und für nur 25 Goldstücke die Nacht. Wie sieht es aus? Ich nehme es. Hervorragend. Nur die Treppe dort hinauf und dann direkt gegenüber. Die mittlere Kammer hat einen fantastischen Ausblick auf die Stadt. Schlaft gut. Okay. Wiedersehen. Kann ich jetzt in die... Hallo, mein Herr. Ja, hallo. Das ist echt bescheiden. Schlafen nochmal bis abends. Vielleicht kommt er irgendwann mal aus seinem komischen Kapuff-Ding da raus. Ja. Das ist sehr gut. Hallo, mein Herr. Hallo. Du bist das, ne? Welvin, bitte. Ihr wollt nicht zufällig gerade ein Haus kaufen, oder? Ich hätte dann nämlich eine Villa direkt hier in Anvil.
Ja, das Herrenhaus. Ja, ich verkaufe die Villa meines Großvaters, Haus Benerus. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie für einen fairen Preis erwerben. Ich habe es eilig, da mich woanders dringende Angelegenheiten erwarten. Ihr könnt euch das Haus gern einmal ansehen. Es befindet sich gegenüber der Kapelle. Nach dem Kauf bekommt ihr den Eingangsschlüssel und die Besitzurkunde. So sieht's aus. Möchtet ihr es jetzt kaufen? 5000 Goldstücke. Nicht jetzt sofort. Ich bin täglich von Mittag bis Mitternacht hier. Lasst es mich wissen, wenn ihr eure Meinung ändert. Alles klar. Wir könnten jetzt also hier... Was ist los, Sera? Ich danke euch für all eure Hilfe. Meine Ratten wissen es zu schätzen. Glaube ich nicht. Gut. Lebt wohl. Wir könnten jetzt also hier in Anvil ein Haus kaufen. So. Direkt neben der Kapelle. Und die Kapelle ist... hinten... Haus, Benirus, und hier die Kapelle. Hä? Anvil, Schlachthof, Haupttor. Bin ich jetzt blöd? Verlassen das Haus. So. Okay. Alles klar, egal. Wir machen jetzt erstmal die Quest weiter. Wir wollten... Aber dann, wo sollten wir hin? Wo sollten wir hin? Ich glaube... nach Koroll. Südturm. Da muss irgendwo die Kämpfergilde. Da können wir die Quest weitermachen für die Kämpfergilde. Und das werden wir auch machen. Denn alles andere... Hallo. Hallo. Oh, hier sieht das auch cool aus. Also ich muss schon sagen, Brumar gefällt mir überhaupt nicht. Und die Kaiserstadt auch nicht. Aber hier hinten, Koroll und Anvil, nicht schlecht. Skingard war ich nicht, Quatsch ist gefallen. Und hier hinten war ich auch noch nicht, in Bravil. Und hier war ich auch schon, das war auch nicht so cool. Aber hier ist das Ganze in Ordnung. Eiche und Krummstab. Nee. Ich frage am besten gleich mal die Wache. Was gibt es, Herr? Ich hätte gerne Dienst. Was sucht ihr? Ich suche die Gilden. Die Gilden befinden sich im Norden bei der... Alles klar. Dann laufen wir da diesmal hin. Auch ihr? So, auch ich. Da mitten durch die Straße. Mitten durch die Straße, okay. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Das sieht echt cool aus. Das sieht echt cool aus hier. Ist wahrscheinlich so. Ach so. Warum? Es könnte schlimmer sein. Und es wird wohl noch schlimmer. Ich bin kurz grober Rott. Was kann ich für euch tun? Was ist los? Warum auch stehst du halbnackt da rum? Magiergilde möchte ich nicht, ich möchte hier in die Kämpfergilde. Oh doch, ich könnte mal meine Magiergilde nachgucken. Vielleicht haben die hier relativ günstige Mana-Tränke. Carmen Litter. Hallo, ich bin Casta Scribonia, die Schriftstellerin. Autorin von Frauen am Rande des Wahnsinns. Ah, ich hab keine Ahnung. Wiedersehen. Carmen Litter. Ja. Schön, dass du mir so viel zu sagen hast. Lebt wohl. Aber lebt wohl sagen, okay. Magierbibliothek, das gefällt mir auch nicht. Holztür. Noch eine Holztür. Du alter Mann. Was? Was? Du verkaufst auch nicht. Auf Wiedersehen. Egal, dann gehen wir trotzdem in die Kämpfergilde. Und? Was denn nun schon wieder? Wie geht's? Es ist doch in Ordnung. Ich will doch nur in die Kämpfergilde und die Quest annehmen. So, meine Freunde.
wem muss ich hier eigentlich reden? Ihr seid, hi. Hi. 5 Uhr morgen. 3 Stunden geschlafen. Ich bin nur an Schlafen und Warten in diesem Spiel. Hallo. Ja? Habt ihr euch schon einmal überlegt, der Magiergilde beizutreten? Als ich noch jünger war, zog ich es in Erwägung, aber es ist nichts für mich. Das habe ich auch schon gehört. Dies ist ein gutes Plätzchen, um sich niederzulassen. Die Menschen sind freundlich. Das haben auch schon andere gesagt. Seht euch vor. Okay, ich sehe gerade, wir sind wieder am Ende der Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar oder was auch immer. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten. Hallo. Habt ihr die Brujanz und ihre Hunde gesehen? Ich habe sie gesehen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt The Elder Scrolls 4 Oblivion. Seht euch vor. Ciao, euer Yannick.